Weihnachten, Leute. Es ist der spanische Retro-Klassiker Surrealiade oder so. Und es geht wortwörtlich um einen Fiebertraum, wenn ich das richtig verstanden habe. In dem Spiel geht's um einen Fiebertraum. Dementsprechend ist das sehr weird, sehr surreal, wie der Name schon sagt. Und wohl auch ein bisschen sexy angehaucht. Wie ihr vielleicht gerade in diesen kurzen Bildern gesehen habt. Sind die zensiert? Ich hoffe, die sind auch im Spiel zensiert und nicht nur auf den Screenshots. Aber das werden wir gleich sehen, I guess. So. Das Spiel kommt leider nur in irgendwie 320p Auflösung. Ich kann es nicht auf den ganzen Bildschirm stretchen. Deshalb für euch mache ich das gleich ganz groß. Aber ich werde gleich so eine richtig kleine Mini-Version spielen. Wenn es mal startet. Wenn es mal startet. 320p Auflösung. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen mehr, aber das ist hier. Ich meine, ich kann es euch gleich zeigen, wie es bei mir aussehen wird. Wenn es startet. Oh, es startet. Also so sieht's bei mir aus. Genau, Elgato. So werde ich es spielen. In diesem kleinen Fenster. In diesem kleinen Fenster werde ich spielen. Und ich habe für euch irgendwo eine Szene vorbereitet. Ich weiß nicht, wo die ist. Hier ist sie. Ah, da. Für euch mache ich das schön groß. So. Okay, gehen wir rein, Chat. Ist obskur, total independent Brazilian Game, 1999 created. Let's go. Expressos do Inconsigiente. Das ist so diese geile alte 3D-Schrift von Windows 98. Damals gab es ja noch auf diese Screensaver, also diese Bildschirmschoner. Die waren auch immer in solchen geilen 3D-Schriften, Alter. Richtig geil, Alter. Let's go! Die Wurst im Bild? Welche Wurst ist im Bild? Highway to Hell! TNT! Die war zwischen den zwei Blasen am Stecken, sah wie ein Gemächt aus. Nein, das wird doch kein Gemächt sein. Niemals. Niemals. Jo! Crazy Grafik. Song ist schon Banger, ja, das stimmt. Ich glaube, er meint die Wurst links im Bild. Ja, ich glaube, er meint hier den riesigen Mauszeiger. Das Game ist von 1999. Okay, fangen wir an, Leute. Ja, es ist so, ich weiß nicht, ob das ein richtiges Point-and-Click-Adventure ist. Man klickt einfach irgendwie wir auf Objekte und dann passieren Dinge oder so. Keine Ahnung. Reiki, was geht ab? Willkommen zurück im Internet. Alter, das Bett sieht aus wie ein Sponge. Sponge. Kann ich hier was klicken? Okay, irgendwas passiert. Oh, wir gehen schlafen. Wir gehen in den Traum. Wir gehen in den Traum rein. Mit
So sind da Affengeräusche. Ach ja, stimmt. Das Spiel heißt Surrealiade. Du musst danach googeln, Ricky. Ich traue mich nicht rauszutappen, weil altes Spiel. Ich hoffe, es stirbt nicht. Ah, da steht's. Warte. Surreal und dann Idade. Zusammengeschrieben. Genau. First try. Alter, stark. Du hast einfach das Wort in meinen Augen rausgelesen. Einfach mit Mund Geräusche gemacht. Größter Surrealiade-Streamer auf Twitch, ja. Der OG. Boah. Ein Banger nach dem anderen, Mann. Okay, gehen wir mit dem Gehirn reden. Das bestimmt mein Bewusstsein. Und das ist eine Spinne. Seja bem-vindo à sua mente, Luca. Who are you? Sou o oráculo, guardião do automatismo micêfico. Responderei a todas as perguntas necessárias para que você chegue. Ich bin jetzt schon raus mit zu lang der Text. Stimmt, dass das Ass aus Baldur's Gate. Responderei a qualquer pergunta. E se você conseguir me convencer a abrir a porta para o inconsciente, o ajudo. Ja, du wirst mir alles beantworten. Ich hab's gecheckt. Okay, ich muss gehen. Boa sorte, meu caro. Estarei aqui quando você quiser conversar mais. Genau, genau. Ja, wir erkunden das einfach selber, okay? Wir erkunden unseren Traum selbst. Jetzt ist die Musik so leise, aber die Soundgeräusche so laut. Dimitri Kosma. Ist das ein echtes Bild? Safe, oder? Okay. Also ich sehe einen Arsch, ich sehe eine Titte. Ich sehe einen Mund, in dem ein Auge drin ist. Abstrakte Kunst. Holy shit. Das ist Eva von Adam und Eva. Yo, ihre Haare, merke ich, ihre Haare verwandeln sich in einen Menschen. Unten sieht das so aus, als wäre das ein Mensch. Und der hat einen Schniedel in Form einer Schlange. Seht ihr das auch? Der von hinten an sie rankommt. Kunst. Bowlinghalle! Doch nicht. Was? Surrealist Artist. Ah. Okay. I guess alle, die hier mitgewirkt haben, alle Künstler. Okay. Ist einfach, ist es einfach so ein Spiel, wo wir einfach quasi ein Museum haben? Jorge Unchien Andalou. Ich kann nichts machen hier. Kannst du gerne Nussgrau? Schreib mich auf Discord an, dann mache ich das nach dem Stream. Auge? Salvador Dali! O que você quer?
Wer bist du? Me chamo de Candalus. Não gosto nada desse apelido. Tudo por causa daquele maldito filme do Buñuel e do Dalí. Sam Furry! História! Você acha que esse filme se resume em uma mera história? Ja, genau, genau. Não desculpo não! Agora anda! Circulando! Vai, vai! Ja, ich gehe einfach. Aber ich weiß nicht, ob ich die Dialoge dieses Spiels hier fühle. Ich habe absolut keine Ahnung, was wir hier tun müssen. Da komme ich her, oder? Okay, ich bin so verwirrt, wie die Karte ist. Okay, ich habe eine Toilette dabei. Meu caro. Deseja realmente acordar e voltar à tua realidade? Ah, mit der Toilette wache ich auf. Nein, 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 ich bleib im Traum. Pois bem, sabia que você não iria desistir assim tão facilmente. Super Reality, okay. Also in meiner... Ich hab irgendwie einen kleinen Roboter dabei und der hat eine Schublade im Bauch. Und in der Schublade ist eine Toilette drin und die Toilette bringt mich aus dem Traum raus. Ja, okay, irgendwie drehe ich mich im Kreis die ganze Zeit. Es gibt, glaube ich, hier nur den Weg hier zu dem Ding und dann halt wieder zurück. Ja, okay. Ja, dann hau ich hier ab, I guess. Gehen wir wieder zurück. Wo der Pfeffer wächst! Eine Pissschublade! Let's go! Morgen werden wir eine Pissschublade haben im nächsten Türchen. Da wird es safe eine Pissschublade geben. Okay, seht ihr hier irgendwas Perverses? Nee, ne? Hier ist, glaube ich, nichts Perverses. Okay. Ui, eine Anlage. Bisschen Musik. Oh, ich kann die nicht anmachen. Vielleicht brauche ich hier ein... Muss ich Angst haben? Ich weiß noch nicht. Oh Junge. Ich finde die Bilder nicht schlecht. Ich finde die Bilder auch ganz cool, aber ich würde sie bei mir nicht aufhängen. Worüber überall Arsch? Ja, ich denke mal, das ist ein Fiebertraum eines Mannes. Irgendein Buch anklicken? Oh. Ich kann ihn nicht anklicken. Okay, der war auf Steam zensiert. Hier ist er nicht zensiert. Aber ich kann mit ihm nicht interagieren. Mann, da ist doch irgendwas im Regal. Wenn ich rangehe, ist das nicht mehr da. All furries go brr, brr, brr. Ja, da ist irgendwas im Regal, seht ihr da? Irgendein Sparschwein oder so. Aber wenn ich rangehe, ist es halt weg. Okay, hier scheint auch nichts zu sein. Ich gehe wieder zurück. Bibliotheca. Oh mein Gott. Ah, oh, Moment, Tisch haben wir nicht abgecheckt. Wow, Surround System, Digga. Schädel soll das sein? Okay, vielleicht kriegen wir jetzt irgendwie einen halbwegs einen Hinweis, wo es jetzt hier weit geht. Ja, Digga, als ob ich das lese! Wie komme ich jetzt zurück zum Spiel? Ach, hier back.
Ist halt ein Buch, was hast du erwartet? Ja, so wie es im Videospiel halt ist, wenn du irgendwie so ein Buch findest, wo irgendwelche Notizen drin sind, die relevant sind, dann ist das halt ein kleiner kurzer Text und fertig. Da liest du ja auch nicht jedes Mal das ganze Buch durch. Okay, ich rede nochmal kurz mit denen. Hier, what is my destiny? What is my goal? So, das ist wichtig. Meu caro, assim como os artistas surrealistas, você buscará a harmonia de sua mente, unindo o consciente e o inconsciente, harmonizando-a com uma propósito. Para isso, você deve chegar à supra-realidade através de uma porta muito bem trancada. Para abri-la, você deverá deixar sua irracionalidade fluir. Okay, wir haben eine Tür, die wir öffnen müssen. Um irgendwie unser Surrealismus mit dem Makrokosmos zu verbinden. Und dafür müssen wir jetzt irgendwie herausfinden, wie die Tür aufgeht. I guess die ist dann oben oder so. Wie unpassend kann die Musik sein? Ey, die ist voll gut. Ich kann nichts drücken. Ich muss, glaube ich, erst die Lösung herausfinden, bevor ich das mache. Ah, hier. Was? Habe ich falsch gerechnet? Scheiße, ich habe keine Ahnung von Mathe, ich bin dumm. Chat, wie geht das 1x1 des Multiplizierens? Addierens. Du hast gerade 1 plus 1 gleich 1 dann gegeben. Nein, habe ich nicht. Ich habe gerade alles richtig gemacht. Ich habe alles richtig gemacht. Ich denke mal, wir sind ja in einer surrealen Welt. Das ist jetzt alles hier eher surreal. Und wir müssen das irgendwie anders denken. 1 plus 1 ist 0. 7 plus 2 ist 0. 6 plus 1 ist 0. 2 plus 2 ist 0. 3 plus 3 ist 0. 1 plus 3 ist 0. Was? Deshalb habe ich nichts gecheckt in meinem Studium im ersten Semester Mathe. Jetzt check ich's. Okay, sie ist der Guardian.
How do I get to super reality? Supra. Okay, wir brauchen surreale Technik. Was ist das für eine Technik? Madness, automatic writing, the delicate corpse, humor, surrealist objects, dreaming in the marvelous. Ja, dann, I guess, suchen wir nach diesen Techniken, oder? The slutty girlfriend murdered the playful girlfriend. Nochmal. The black appendix enslaves the chordata head. A bastard dog talked with a careworn master. The verbose breast observes the white buttocks. A new devil cooks the white priest. An anthropophagic death kisses the playful spine. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich komme nicht weiter. A cute nose will kill the graceful eye. Ja, ich gehe lieber. Aufmachen? Aufmachen. So, who are you? Okay, sehr stabile Nase, Bruder. Vino. San gut delicato. Ich glaube, das schmeckt gut. Du! 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 Oh, ich habe seinen Schniedel zensiert. Die Zensur ist ja richtig stark. Einfach nur ein Loch im Bildschirm. Obrigado pelo. Obrigado, mein Freund! Em que eu posso lhe ajudar? Nebel Excel, Dankeschön für 25 Monate. Und Dollar Dennis, vorhin Dankeschön für 6 Monate. Da ist eine Zensur auf dem Schniedel, ja. Who are you? Sou o cadáver delicado. Ah, hier haben wir delikate Korpse. Ser, ey, fofo. Er hat mich cute genannt. Where is the delicate corpse game? Hey, é o segredo. Ai, eu gosto tanto de mistério. Quando eu era vivo, eu até já desfilei como pavão misterioso. Nossa, foi a glória. Mas voltando ao assunto, porque eu sei que você está com pressa, bem. Aqui nesta sala tem uma passagem secreta que levará. Ja, ich will die Secret Passage. Não posso dizer. Perderia toda a graça, não acha? Bem, meu querido. Okay, der lässt mich nicht rein. Was repräsentiert dieser Raum? Offe, Baby. Esta sala representa a escrita automática e o jogo do cada. Boah, imagine, du guckst diesen Stream. Und du bist irgendwie so, bist wirklich irgendwie erkältet und bist so am Dösen, Alter. Und dann träumst du wirklich so einen Fiebertraum und jedes Mal, wenn du aufwachst, siehst du irgendeine verstörende Scheiße aus diesem Spiel. Did automatic writing already exist before it was used by Super Real Railroad? A escrita automática. Ja, genau. Melhor. Genau, genau. Senhor. Ja, ich hau dann mal rein, ne? Er hat gesagt, da wo das Question Mark ist, ist der geheime Weg. Hab ihn. Hey, Eddie. Worum geht's dir eigentlich? Du bist Nachfolger irgendwelcher Artists. Also wenn du das denkst, dann weißt du schon mehr als ich. Weil ich hab checkt bisher noch gar nichts.
Bangkok. Seinen Cock haben die nicht zensiert. Seinen auch nicht. A natural cock babbles with the futile instructor. Poetisch. Ein Adjektiv. Big. Cocktail. The big bandit sifted the fat secretary. Chat, was heißt sifted? Hat er sie mies wegsiftet? Was ist siftet? Zensur gibt's nur bei großen Cocks. Findest du die klein oder was? Ich finde die eigentlich voll normal. Ein Verb. Gesiebt. Verb. Kill. Kiss. Graceful pen kiss the legitimate appendix. Und das geht wieder von vorne los. Germany. Oh, Germany. Okay, was genau machen wir hier? Ich habe absolut keine Ahnung. Der Anthropophag Germany kills the natural rock. Diese scheiß Deutschen. Was denken die, wer die eigentlich sind, hä? Hä, ich komme nicht mehr raus, Leute. The bouncy appendix digs a rotten space. Ja, ich gehe dann wieder, denke ich. Gehen wir zum Pinkenlicht. Moin, Meister! Ja, hat der Schnauze. Du hast eine Zigarette in deinem Mund. Ja, Steam. Ich suche einfach bei Steam. Can you help me reach super reality? Quiet Man ist wirklich eine 11 von 10 ausgegangen. Das Finale war super. Der hat am Ende einfach eine Transformation bekommen. Probierdoktor, Dankeschön. Für 20 Monate.
Sieht aus wie die Bootleg-Version von Yume Nikki. Wieso lachst du? Wonach suchst du, um sowas auf Steam zu finden? Ich weiß nicht, was ich hier gesucht hatte. Nach welchem Tag? I don't know. Ah, ich glaube FMV. Ich habe, glaube ich, nach FMV-Spielen gesucht. Weil die sind auf Trash. Und dann bin ich da drauf gestoßen. Ich glaube, das war das. Ja, was auch immer. Der schwimmt auf einer nackten grünen Frau. King. Smoking is bad for you. So, genau. Ich hau ab. Ja, gebe zum nächsten Licht. I guess. Die Musik stresst mich. Ui, wir sind im Weltraum. Ui. Ein Stein. Ein Baum. Ich kann hier nicht mehr weitergehen. Ein Auge. Es guckt mich an. Es ist ein Leuchtturm. Ah, Fahrstuhl. Fisch. Wir brauchen hier ein Brett. Ja. Viajante, para onde deseja ir? Sou pago para dar sugestões. Sou pago para transportar as... Okay, dann gehen wir nirgendwo hin. Stubby! Stubby! Er kann mich wohl irgendwo hinbringen. Aber ich muss ihm eine richtige Destination sagen, damit er mich dahin bringt. Das ist einfach Mickey. Ho, ho, Pluto. Kann ich irgendwie dahin? Da ist was im Wasser. Ich glaube, das ist das Cover des Games, was da im Wasser ist. Kann ich auch nicht hin? Der Fisch wird wahrscheinlich besser bezahlt als ich. Der wird gar nicht bezahlt. Das Cover ist doch das grüne Ding mit der Zunge. Ja, und ich glaube, das ist da unten. Aber ich kann da nicht hin. Der Fisch wird mich wahrscheinlich dahin bringen, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Wie ich das sagen soll. Siehst du, ganz hinten ist das grüne Ding mit der Zunge. Ja. Hier gibt's auch nichts zu holen. Oh, ich kann hier weitergehen. Zum Auge hoch. Sie ist auch zensiert. Finalmente apareceu alguém para me fazer companhia. Oh, esperava ansiosamente esse momento chegar. Vivo aqui há séculos e jamais ninguém teve coragem suficiente para subir aqui. Pelo menos ninguém vivo. Boah, imagine, du spielst das ohne Zensur. Wohnst irgendwie noch bei deinen Eltern oder so und dann. Dein Vater oder deine Mutter kommt rein. Ich wünschte, die würden mich eher dann bei einem richtigen Porno erwischen als das hier. Wie erklärt man diese dumme Scheiße? Ohne dass sie denken, dass du ein kompletter Weirdo bist. Dream
Keeper. Sou noite de sonho. Seja bem-vindo à minha realidade. Das sagt die auch so. Where am I? Aqui é o mundo dos sonhos. Dream World. O mundo dos símbolos e dos desejos. But are dreams anyway? Os sonhos são sinais. Genau. Die hidden processes of conscious. Who was Jung? Jung foi um teórico que estudou com Freud. Jung Huan oder so? Freudscher Traum? For Freud, dreams are signs of hidden mental process. Okay. Und hier, why is dreaming a surrealist technique? Genau, genau. How do I get to the wonderful one? Through surrealist techniques, genau, genau. Surreale Technik. Hidden in the World, Humor. Okay. Wie bekomme ich Humor? Procure pelo bicho solúvel. Oh, hier! Okay. Diga o bicho solúvel. Okay, wir gehen zum Humor. Okay, es gibt eine Humor-Challenge. Die gewinne ich, die kann ich, Chat. Ich will zum Humor. Das ist einfach only up. Das ist einfach only up. Okay. Wir sind beim Humor angekommen. Ich bin auf der nackten Frau. Sie hat zwischen den Beinen eine Banane. Das ist ja richtig viel Humor. Dentro de sua mente. Seja bem-vindo com todo o ardor e aproveite o mundo do humor. Boah, was zum Fick spielen wir hier, ey? Junge, 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 was ist das für eine dumme Scheiße? I am the guardian of humor. Sim, mas pode me chamar de senhor falando. Ao contrário dos outros bacanas, eu adoro companhia. Com certeza, não me engano. Dentre todos os guardiões, sou o mais humano. Holy shit. Wieso denkst du, bist du der menschlichste von allen? Vou te dizer diretamente uma grande verdade. Genau. Genau, genau. Okay, ich bin ein ziemlich männlicher Mann, hat er gesagt. Was ist Humor? Metaphosis of the Spirit. Genau, Chat. Humor ist die Metaphose eures Geistes. Ja, genau. Against society, it is a weapon. Okay. What is the purpose of humor? Ridiculous and cloud all convent. Ja, okay, cool. Ja, ich möchte gerne Super Reality erreichen.
Okay, hilft mir. Come back because you are not weak. Okay, ja, dann mache ich das nicht. Wie komme ich dahin? Okay, ich muss ein Spiel gewinnen. I want to play now. Er hat Wurstfinger, ja. Ich mag den Soundtrack. Spiel macht mich einfach sprachlos. Ja, I guess das ist Humor. Okay, wir haben eine Aufgabe erledigt. Also wir haben jetzt Humor. Habe ich recht? Okay, wir haben schon mal Humor. Die Zensur. Ich liebe den Fisch. Der Fisch sieht gerade aus wie ein Penis, oder? Die scheiß Banane, ey. Warum sagst du das? Ja, ich denke mal, das ist gewollt. Weil alles ist im Spiel ja so ein bisschen angesext.
Ja, die Zensur ist irgendwie mal so, mal so. Okay, ich kann nochmal hochgehen zu ihr, ob sie jetzt was anderes sagt, jetzt wo ich Humor habe. Hat die irgendeine von diesen Fähigkeiten, die ich brauche? I think I'm ready. Can you check if I'm ready? Claro, claro. Vamos começar. Sie will ein Passwort. Ich muss sie jetzt zum Lachen bringen. Okay, wir brauchen erst wirklich alle Fähigkeiten. Dann können wir hier weiter. Wir haben schon Humor und wir haben dieses Writing. Wie auch immer das hieß. Irgendwas mit Writing haben wir auch. Ist die Glühlampe so horny? Warum nicht? Wieso ist Keggy so nah? Damit ich dich besser riechen kann. Oh. Bei dem habe ich irgendwie nichts bekommen, ne? Er ist crazy, aha. The shadow? It's the shadow, the dark side of the human being. Okay. Du bist paranoid, insane und schizophrenic. Okay, ich bin crazy. Aha. Okay. Little box. Okay, okay. Ja, genau. Meu caro. Ja. Ich glaube, er hat irgendwas davon geredet, soll in der Realität irgendeine Box oder so. Banger Game. Ich dachte, mit der Toilette komme ich wieder in die normale Welt, also da in mein Zimmer, wo das Bett war. Und kann mir da irgendwas anklicken oder so. Das ist nicht das Ending. Ich denke, ich habe gerade das Spiel beendet einfach nur.
Also ausgemacht. Den Traum verlassen bedeutet wohl Spiel beenden. Ja, Spiel ist aus. Leute, ich glaube, wir haben heute ein etwas kürzeres Türchen. Ich glaube, wir haben heute ein etwas kürzeres Türchen. Das war interessant. Das war interessant. Ich kann mal gucken, ob ich was dazu auf YouTube finde. Damit wir wenigstens sehen können, was passiert, wenn man hinten bei der Frau durchgeht. Wenn man alles richtig beantwortet. Also wenn ich nach einem Walkthrough auf YouTube suche, kommt nichts. Oh, hier ist irgend so ein spanisches Video. Olá, meus queridos. Eu sou Dimitri Cosma e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo muito especial. Hoje eu vou trazer um gameplay do meu jogo criado em 1999, o jogo Surrealidade Expressões do Inconsciente. É um jogo que a gente fala sobre o surrealismo de uma forma... E aqui, no botão esquerdo, vamos curtir um pouco no... do... Uma cortada agora, vamos inicialmente... Ah, temos part 2. Olá, queridos, eu sou de... Part 3. Olá, meus queridos. Part 4. Part 5. Part 6. Olá, meus queridos, eu sou de... Finada. Da steht was von Finada. Vai ficar o jogo completo mesmo. Finais steht da. Spielt unzensiert. Dos dois finais ruim, que é momento. Man wird dann an den Baum gebunden, an den Kaktus, wenn man alles richtig bei ihr beantwortet. Er ist richtig fasziniert. Er ist richtig, richtig begeistert von dem Spiel. Er hat hier auch noch für uns eine Galerie. Fisch. Interessante é que bastante coisa. Ja, das war Surrealiade. ist das Spiel nicht von ihm? Nein, das ist einfach nur ein Let's Player, ein spanischer Let's Player. Oder? Scheiße, es ist sein Game. Das war sein eigenes Game. Er ist der Entwickler. LOL. Er ist Cosma Games. Und der Entwickler ist Dimitri Cosma. Oh, LOL. Der einzige Mensch auf diesem Planeten, der es auf YouTube gespielt hat, ist einfach der Entwickler selbst. Irgendwie traurig, aber irgendwie auch süß. Und jetzt bin ich der Zweite. Ja. Shotlord, Dankeschön für 18 Monate. Und hi.
Oh Mann, ey. Ja, es ist bestimmt, geht's in dieser Videoreihe darum, so von wegen, hey Leute, ich wollte euch was vorstellen. Damals, als ich 12 war, habe ich ein Spiel, mein eigenes Spiel gemacht. Und das würde ich euch gerne zeigen oder so. Und dann zeigt er halt das Spiel und spielt das halt komplett durch. Deshalb ist er auch so fasziniert gerade am Ende gewesen. Nicht, weil das Game so krass gut war oder so, weil es ihn irgendwie geflasht hat, sondern weil er einfach, weil es einfach viel Nostalgie ist. Er hat sich wieder versetzt gefühlt in seine Kindheit damals, als er dann zu Hause saß und Tittchen gemacht hatte für eine Glühbirnenfrau. Oh Mann, ey. Ja, Chat, das war Türchen Nummer 11.